I am the Jochen and this is the Frühsport für Samstag, den 2. Januar 2020. Schönen guten Morgen. Ja, es ist das erste Mal, dass ich das hier mache. Ein neuer kleiner YouTube-Kanal, auf dem ich jeden Tag so ein bisschen erzählen werde, was los ist in Sachen Sport und wo man da Menschen bei zugucken kann. Etwas, was ich sehr gerne mache. Und was der eine oder andere vielleicht, der das hier sieht, auch als ja, als Motivation nimmt, um auch mal wieder Sport zu gucken. Fußball ist wieder da. Die Winterpause hat satte 9 Tage gedauert. Die Winterpause, die Corona-bedingte. Jetzt geht es wieder rund. 13 Uhr startet die zweite Liga. Ich muss mal gucken, wer spielt. Heidenheim gegen Nürnberg, Bochum gegen Darmstadt und Würzburg gegen Karlsruhe. Sind nicht die ganz großen Kracherpartien dabei, aber zum Auftakt reicht es ja vielleicht auch einfach mal, dass gespielt wird. 13 Uhr live das Ganze auf Sky Bundesliga, wer das gucken möchte. Und natürlich ist auch die große Bundesliga wieder zurück. 15:30 geht's los mit einem Fünferpack. Auch das in der Konferenz auf Sky Bundesliga live zu gucken. Hoffenheim Freiburg, Frankfurt Leverkusen, Köln gegen Augsburg, Bremen Union und Bielefeld Gladbach. Auch das schreit noch nicht. Guck mich, aber ich werde es trotzdem tun. 18 Uhr hat dann die Sportschau die Highlights parat, früher als sonst. Die kommt sonst immer um 6:30, heute schon um 6, weil die dritte Liga noch nicht spielt. Und der Abend, der hat es dann aber in sich, Bundesliga-mäßig. Denn um 18:30 wird Geschichte geschrieben, so oder so. Schalke ist wieder dran und die Superzahl, die aktuelle in der Bundesliga, das ist die 29, denn die Schalke haben jetzt 29 Spiele in Folge nicht gewonnen. Der Rekord von Tasmania Berlin, er rückt bedrohlich nahe. 31 hatten die damals vorgelegt in den 60ern, jetzt also Schalke bei 29. Zwei brauchen sie also noch. Und heute könnten sie auf 30 hochgehen und das ausgerechnet in Berlin. Nicht bei Tasmania, aber bei Hertha. Das wollen sie nicht. Das ist klar. Deswegen haben sie jetzt den vierten Trainer am Start, der sich an dieser Serie beteiligen könnte, aber natürlich nicht möchte. Christian Groß, mal gucken. Was daraus heute wird, denn zum Einstand gäbe es, glaube ich, nichts Besseres, als wenn diese elende Serie endlich mal vom Tisch wäre. Die war 2011, 12 Mal von Kaiserslautern angeknabbert worden, aber die kamen auf 21 Siege. Aber diese 29 von Schalke, die sind schon ziemlich legendär, fast ein ganzes Jahr lang. Wert es schon, dieses Dahinsiechen. Aber heute unter Groß. Kann ja nur alles besser werden, oder auch nicht. Wir werden es rauskriegen. 18:30 Uhr, Sky Bundesliga ist live dabei. Wer da ein bisschen Katastrophentourismus betreiben möchte, schalte mal rein. Und weil es gestern kein Spiel gab an Neujahr, gibt es heute Abend ein spätes Bundesligaspiel, 20:30 Uhr. Das könnte ein netter Kick werden, VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Das Ganze aber nicht auf Sky, sondern auf der Zone live zu sehen. Und mal schauen, ob das Spiel dann auch hält, was es verspricht. Ansonsten gibt es Fußball aus dem Ausland. Die beiden Ligen, die jetzt zwischen den Jahren gespielt haben, sind die Engländer, das machen sie immer. Haben sie auch diesmal getan. Die haben heute wieder über den Tag verteilt einige Spiele. Auch nichts Großes dabei. Der FC Arsenal ist am Start heute Abend um 21 Uhr. Bei West Brom geht es darum, sich weiter unten rauszuarbeiten. Die waren ja ziemlich abgerutscht. Mal bis auf Platz 14 und nur noch 4 Punkte vorm Abstieg, aber jetzt die letzten beiden Spiele gewonnen und man arbeitet sich wieder langsam hoch. Das könnte dann also weitergehen, um 9 Uhr live auch bei Sky Sport zu sehen. Und die spanische Liga, die ist auch wieder im Geschäft. Da hechelt Real Madrid so ein bisschen Atletico hinterher an der Spitze, hat jetzt diese Woche Punkte liegen lassen wieder. Und muss heute Abend versuchen, gegen Celta Vigo da wieder sich schadlos zu halten. 21 Uhr geht das los auf DAZN. Und heute Mittag noch ein kleines Schmankerl aus Spanien. Falls jemand nicht Bundesliga gucken mag, gibt es das Duell aus Sevilla, das Stadtduell zwischen Betis Sevilla und dem FC Sevilla. FC Sevilla. Sagt man, glaube ich, nicht. Aber auch das Viertel nach 4 live auf DAZN zu sehen, wer das möchte. Was gibt es noch außer Fußball heute? Es gibt ein bisschen Wintersport, aber nichts Weltbewegendes. Es wird gerodelt am Königssee. Das läuft schon auf Eurosport. Und im Ersten kommen nachher auch noch Zusammenfassungen, glaube ich. Vierschanzentournee gibt es die Quali für Innsbruck ab 13:30 Uhr, auch auf diesen beiden Sendern live zu sehen. Und dann gibt es noch Langlauf, Tour de Ski.
Ja, wer es mag, kann auch das gucken auf Eurosport und im Ersten muss man aber nicht. Dagegen gibt es heute Abend noch ein kleines Highlight, nämlich die Darts-WM. Da sind wir im Halbfinale angelangt und die Herren von der Insel sind unter sich. Zwei Engländer, ein Waliser und ein Schotte machen den Titel dieses Jahr unter sich aus. Peter Wright, der Titelverteidiger, ist schon länger draußen. Jetzt hat es gestern auch Michael van Gerwen erwischt, die Nummer 1 der Welt und den großen Favoriten bis gestern. 0-5 gegen Dave Chisnell, das war schon mal ein ganz schönes Brett. Ja, und jetzt mal gucken. Chisnell trifft jetzt auf Gary Anderson im Halbfinale. Das ist der einzige von den Vieren, die noch drin sind, der schon mal Weltmeister war. Zweimal sogar. Insgesamt 4 Finalteilnahmen für ihn. Die anderen waren noch nie im Endspiel. Mal gucken, ob er es wieder durchziehen kann dieses Jahr. Oder ob Chisnell seinen Triumphzug fortsetzen kann und den nächsten Favoriten rauskickt. Das zweite Halbfinale ist auch so ein bisschen David gegen Goliath. Gervin Price gegen Stephen Bunting. Der David in dem Fall ist Stephen Bunting. Aber auch der ganz entspannt, gut in Form. Mal gucken, was da geht an der Stelle. Viertel nach 7 geht es ungefähr los im Alexandra Palace. Und das gibt es live zu sehen auf Sport 1 oder auf DAZN, wenn das jemand gucken möchte. Das war so der erste kurze Blick auf das, was heute los ist. Also Fußball zurück, ein bisschen Wintersport und die Darts-WM. Ich werde mich hier nicht auf alles konzentrieren können, was so los ist. Ja, es ist auch noch Basketball-Bundesliga und Frauen-Handball-Bundesliga und es sind noch Turniere in diversen anderen Sportarten. Ich halte es hier jetzt erstmal beim Wesentlichen. Wer sagt, da fehlt mir aber ganz entscheidend jetzt ein Wettbewerb, dann herzliche Einladung, das in die Kommentare zu schreiben. Dann gucke ich mal, was sich da so ansammelt und dann kann ich auch da noch ein bisschen was vielleicht von aufgreifen demnächst. Ansonsten war es das jetzt erstmal für hier. Draußen ist Corona, von daher kann man auch daheim bleiben und Sport gucken. Ich wünsche viel Spaß dabei und wenn ihr mögt, bis morgen früh. Tschüss.